Hi, ich bin Christine und ich möchte euch heute zeigen, wie man einen Wedding Tree herstellt. Wedding Tree ist ja mittlerweile sehr populär geworden, weil es einfach eine schöne Alternative zum Gästebuch ist. Und wir haben auch eine wunderschöne Vorlage bei uns im Shop. Und ich möchte euch einfach mal zeigen, was wichtig ist dabei zu beachten, wenn man den benutzt. Und zwar gibt es so kleine Stempelkissen. Gibt es auch in ganz vielen verschiedenen Farben. Ihr müsst nicht nur eine Farbe nehmen beim Stempeln, ihr könnt auch mehrere Farben nehmen. Wenn es vielleicht eine Hochzeit im Herbst ist, kann man sagen, man macht die Blätter ein bisschen bunt und deswegen macht man mehrere Farben. Wichtig ist dabei zu sagen, dass man immer den Zeigefinger nimmt fürs Stempeln. Das heißt, ihr drückt einfach den Zeigefinger aufs Stempelkissen drauf und dann sind hier die Äste und dann positioniert ihr so an den Ästen lang, entweder wenn ihr nur wenig Druck drauf gebt, dann ist es so ein kleiner Fingerabdruck, ein bisschen breiter, ist es ein bisschen dunkel, ein bisschen größerer und dunklerer. Und ihr könnt auch an einem Ast auch ein paar mehr stempeln, ein paar hellere, ein paar dunklere. Genau. Und wichtig dazu zu sagen, wie gesagt, Zeigefinger nehmen. Und immer von oben stempeln, weil, ich zeige euch mal, wie es nicht schön aussieht, wenn ihr das so seitlich abrollt, dann gibt es keinen schönen Abdruck. Also das ist die falsche Variante. Das sieht einfach dann ja, ein bisschen breit aus. Deswegen immer schön von oben. Wenn ihr dann gestempelt habt, ihr seht ja jetzt, man hat dann so einen hässlichen Farbfinger. Deswegen ist es eigentlich schön für die Gäste, dass man so ein paar feuchte Tücher dazu stellt, dann kann man sich es besser sauber machen. Ich verschmiere es jetzt einfach mal. Und dann stellt ihr vielleicht auch eine schöne Stifte dazu, eine Farbe, die ihr bevorzugt oder speziell wollt. Ich nehme da jetzt mal den Kuli. Und dann könnt ihr über die Fingerabdrücke einfach den Namen vom jeweiligen Gast wird dahin geschrieben. Also das macht ja nicht ihr als Brautpaar, aber wenn ihr zum Beispiel Gast bei der Hochzeit seid, kann man das ja auch schön als Geschenkidee zum Beispiel, als Trauzeuge fürs Brautpaar nehmen. Genau, und dann wird über dem Fingerabdruck der Name geschrieben. Ich mache zum Beispiel mal hier. Kann man oben drüber schreiben, man kann es aber vielleicht auch, wenn einer lieber unten drunter will. Oder es gibt auch manche, die gern direkt über den Fingerabdruck oben drauf schreiben. Ja, wenn dann der ganze Baum voll ist mit Fingerabdrücken und es dann eigentlich zu Hause ist, könnt ihr auch in diese Wolke, das ist so ein kleiner Tipp von mir, die sieht ja sonst, sieht auch schon sehr schön aus, wenn man den Wedding Tree dasteht, aber vielleicht auch einfach euren Namen, also das Namen vom Brautpaar und das Datum von der Hochzeit dazu schreiben. Und hier haben wir eine Variante schon mal aufgestellt, rahmt es dann schön ein mit einem schönen Hintergrund und hängt es irgendwo schön in der Wohnung auf. Ist einfach ein schöner Blickfang und eine schöne Erinnerung.